De dag waarop de clown weende, wordt geen film voor de kleintjes, maar Jerry vergeet de kinderen niet. Ze krijgen een echt circus, met afgerichte dieren en krachtpatserijen en duizelingwekkende acrobatieën aan het zweefrek. En met clowns. Jerry Lewis is er een van, en hier tilt hij het verhaal naar een ander niveau. De smart achter het masker van de lach, en de lach die openbloeit uit een hart dat bloedt. Die dualiteit heeft al zoveel bekenden van de film geboeid. Om te beginnen de barokke Fellini en de poëtische Cocteau, de zo trieste Jean-Louis Barrault en Chaplin natuurlijk. Vandaag Jerry Lewis. Ik sollte meiner Figur den Ausdruck van hochmütiger Angeberei verleihen. An meiner Stelle, was würden Sie tun? Wäre ich Sie, Schmidt, ich würde ihn feuern. Würden Sie ernsthaft morgen Abend einem Publikum von 2000 Zuschauern, würden Sie ihnen einen unfähigen Clown präsentieren? Einen regelrechten Tölpel? Ich habe genug gehört, Schmidt. Das war's. Besorgen Sie mir einen anderen, nicht so einen Versager. Beruhigen Sie sich, Gustav. Es geht ja um das Scheitern des Clowns. Jerry Lewis verlor den Kampf um seinen großen Film und fiel danach in eine Depression. It's true. Es ist wahr. Man kann sich so einer Sache nicht vollkommen verschreiben und dann einfach weglaufen. Aber genau das habe ich getan. Dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Ich habe mich zutiefst geschämt. Mir fällt kein besseres Wort ein als beschämt oder verlegen. Es ist nur... Nun bin ich endgültig ein Nichts geworden. Ich fühle mich so verloren. Alleingelassen. Ich ertrage es einfach nicht, plötzlich ein Niemand zu sein. Hat es wieder mit Gustav zu tun? Er ist zum Star aufgestiegen. Ich war ohnehin nur sein Handlanger. Und jetzt feuern Sie mich auch noch bloß, weil er meinetwegen gestürzt ist. Aber dein Talent kann er dir nicht nehmen. Das macht dich stark. Was redest du da zum Teufel? Welches Talent? Mein Talent ist Geschichte. Schnee von gestern. Ich bin bloß noch ein Requisit, das Sie benutzen, wie Sie wollen. Wie soll ich so je wieder zu meiner alten Größe finden? Indem du nicht aufgibst. Ach. Du musst kämpfen. Du musst kämpfen. Du bist doch ein Künstler. Ein wunderbarer Mensch.
Ich erinnere mich, dass er mir einmal sagte, diese Rolle macht mir eine höllische Angst. Jerry kannte die Einsamkeit seines Helden Helmut, dessen Angst, dessen Verzweiflung. Es gibt Zeiten im Leben eines Menschen, in denen er einfach nicht mehr weiter weiß. Er beginnt, die eigenen Ideen und Gedanken in Frage zu stellen. Bist du davon auch nicht, wenn du dich weiter so zuschüttest? Noch ein. Ist dein Begräbnis? Sind Begräbnisse nicht normal, wenn einer abkratzt? Was ist los mit dir, Klaus? Hast du nervösen Magen? Hast wohl noch nie einen Toten in deinem Leben gesehen? Natürlich nicht. Sind ja auch schwer zu erkennen. Sie sprechen und gehen. Genau wie jeder Mann, aber sie sind tot. Sie verbringen die meiste Zeit damit, rauszukriegen, wer sie umgebracht hat und vor allem, warum. Auf dich, mein Führer. Du wirst mit deinen Speichelleckern untergehen, genau wie der große Zirkusdirektor Schmidt. Prost, ihr beiden. Heil Hitler und Schmidt. Mir war klar, dass ich dafür vielleicht gefeuert oder bestraft würde, aber der Wille, es zu tun, war so stark. Ich bin... Ich bin Jude und ich bin stolz darauf. Doch fühle ich mich mit allen Menschen verbunden. Nicht nur mit Menschen meines Glaubens. Das Traurigste war, dass die Deutschen meiner Meinung nach so gut wie nichts von alledem mitbekommen hatten. Sie hatten nicht gewusst, was damals passiert war. Und als sie es erfuhren, verdrängten sie es. Ich hatte als meinen... Das heißt, es wurde jemand bezahlt bei diesem Film, der ein Kriegsverbrechen oder... Was hat das bitte zu bedeuten? Was hat das bitte zu bedeuten? Wissen Sie, Herr Oberst, einer von den Gefangenen war früher einmal Zirkusclown.
Er gibt manchmal sowas wie eine Art Show für die Kinder. Eine Show? Sie wissen doch genau, dass diese Kinder da von der nicht-arischen Seite des Lagerzauns stammen. Jawohl. Eine Show für die Kinder. Sie meinen die Juden? Jawohl. Und der Clown? Etwa ein Deutscher? Ja, Herr Oberst. Und wie lange läuft das nun schon? Erst seit den letzten 2-3 Wochen. Dieser Clown, wer ist er? Er heißt Dork, Helmut Dork. Naja, er selbst nennt sich Dork der Große. Nicht sein Name, Sie Idiot! Seine Nummer, seine Personalien! Ich werde mich sofort darum kümmern, Herr Oberst, wenn Sie mir die Erlaubnis erteilen. Später. Jetzt unterbinden Sie erstmal sofort diese Vorführungen. Verstanden? Verstanden. Keine Chance mehr. Zu Befehl. Unverzüglich. Jawohl, Herr Oberst. Das war's, die Show ist vorbei. Los, verschwindet. Was ist los? Zurück zur Baracke. Habt ihr mich nicht verstanden? Los, verschwindet! Bewegt euch, sonst komme ich rüber! Sorgt dafür, dass sie verschwinden, bevor jemand verletzt wird. Na gut, geht jetzt. Na los, jetzt geht schon. Geht. Schluss für heute. Nun geht schon. Wir sehen uns morgen wieder. Na geht. Los, abtreten! Das war eine brillante Metapher. Eine Verbindung zu schaffen zwischen einer der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte. Konzentrationslagers zum ersten Mal die jüdischen Kinder auf der anderen Seite des Lagerzauns sehen. Es war allein schon eine Herausforderung, jeden Tag zum Set zu gehen. Du hast die Absicht, mit diesem Film die Herzen anderer Menschen und ihre Gefühle zu berühren. Aber auf einmal triffst du dabei den innersten Kern deiner eigenen Seele, deines Lebens. Der Clown hat gesagt, er erträgt die enttäuschten Blicke der Kinder nicht, wenn er am Zaun keine Tricks mehr für sie macht. Sie werden drüber hinwegkommen. Diese Art von Ablehnung ist wahrlich nicht neu für diese Kinder. Versteht ihr denn nicht? Diese armen kleinen Wesen. Er will nicht, dass diese kleinen Wesen denken, dass auch er sich von ihnen abwendet. Aber du kannst nicht von ihnen erwarten, dass sie den Wahnsinn der Erwachsenen verstehen. Sie wissen eben nicht, dass er so sein Leben riskiert, wenn er gegen den Befehl des Kommandanten für sie spielt. Also, dann sollten wir ihm doch unbedingt Deckung geben. Wie wär's mit einem Spiel? Ja! Ja, gut geht's. Ich stehe frei, ja, ich nicht. Ja, gut. Ja, 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 ja.
Pass auf! Prima! Ja! Dann gib doch endlich mal ab, Adolf! Dann geh schon her! Schieß doch hier! Los, los! Hey! Ja! Du weißt Bescheid. Du bleibst hinter den Spielern und behältst die Wache im Auge auf der anderen Seite. Klar. Und beeil dich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach, und noch was. Die Kinder müssen ruhig bleiben. Wir wollen keine Probleme. Ein Trick, Helmut. Bitte. Bitte. Ich kann nicht. Sie haben es verboten. Später. Vielleicht ein andermal. Das sind böse Menschen. Ja, Spätzchen, sie sind böse. Ein Trick, Helmut. Bitte. Bitte. Ich kann jetzt nicht. Wirklich nicht. Nur einmal. Ja, einmal. Ja, nur einmal. Ja, nur einmal. 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 Na gut. Hey, Helmut, los, mach schon. Wohl nicht gehorchen. Los, haut ab! Ihr da drüben, schafft sie hier weg! Es war nicht Ihr Fehler, es war meine Schuld. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass ihr einfach viel zu viel Energie habt für das beschauliche Leben im Lager. Das müssen wir ändern. Wir alle wissen ja, Energie kommt vom Fressen. Also helfe ich euch. Kein Fraß für die nächsten 48 Stunden. Kein Fraß. Und nun zu unserem, eurem guten Freund, dem Clown. Er wollte nicht gehorchen, oder? Jetzt wird er gehorchen. Das Spiel ist aus. Die Kinder! Doch nicht von den Kindern! We were all in tears. Wir brachen alle in Tränen aus. Nicht nur, weil es eine äußerst dramatische Szene des Films war, sondern weil wir unter dieser enormen Anspannung standen, diesem Druck. Vorwärts! March! Doch dann kam es plötzlich. Rein da, sorg dafür, dass sie ruhig bleiben. Verstanden? Ja.
Helft mir doch hoch! Danke. Ach, meine Kleine. Heil Hitler! Da kommt er ja endlich. Ja, Herr Leutnant. Helfen Sie, die Waggons anzukoppeln. Der Transport muss so schnell wie möglich hier weg. Hey! Mach die Tür auf! Lass mich raus! Lass mich raus! Warum fahren wir? Wo bringen die uns hin? Ja, wohin fahren wir denn, Helmut? Oh, alles wird gut. Es wird schön, ehrlich. Wir sind auf einem Ausflug. Aufregend, oder? Mit einer echten Eisenbahn. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mir das Material angeschaut, das ich aus Schweden mitgenommen hatte. Ich wollte verstehen, was ich getan hatte. Es war das erste und das letzte Mal, dass ich mir das Material ansah. Und nur ich konnte es wirklich erkennen. Mitarbeiter meiner Firma sagten, es sei wundervoll. Ich antwortete: Was ist los? Warum halten wir an, Helmut? Wo sind wir? Ja, wo sind wir? Ich weiß es nicht. Wenn Sie versuchen, Gründe zu nennen, warum Ihr Urteil so ausfällt, was denken Sie, war das Problem? Was ist da? Wo war die Comedy, wenn man 65 Kinder in eine Gaskammer führt? In den Laster! Los jetzt! Habt ihr nicht gehört? In den Laster! Ist in Ordnung. Geht in den Laster. Bei diesem Film bin ich allerdings gescheitert. Wissen Sie, was Scheitern bedeutet? He's intelligent. Jerry Lewis. Jerry Lewis ist intelligent. Er hat rechtzeitig verstanden, dass er mit seinem Film falsch lag. Ich glaube, dass er den Film gerade an dieser Wegscheide zwischen Comedy und Tragödie auf diesem ganz schmalen Grat machen wollte. Und es ist ein In den 70er Jahren gehörte ich zu den wenigen, die etwas von dem Material von Jerry Lewis sehen durften. Und ich muss sagen, er ist an keiner Stelle lustig. Das andere zusammenbrach. Ich glaubte, etwas Schreckliches getan zu haben. Und plötzlich schien alles schrecklich. Dieser Film... Um dich zu erlösen aus deiner schlicht jämmerlichen Existenz, musst du uns nur ein wenig unterstützen. Ich tue alles. Geleite die Kinder unauffällig in das große Gebäude da drüben. Ich meine das da vorne ohne Fenster. Das ist ganz anders als das Töten auf dem Schlachtfeld. Das ist wirklich viel menschlicher.
menschlicher? Aber das sind Kinder, das sind doch noch Babys, wieso? Wir fechten heute die Kämpfe von morgen, wenn wir gewinnen wollen. Kämpfen? Kämpfen gegen Kinder? Ja. Ja, natürlich. So ein Erwachsener kann biegen und verbogen werden. Ein Kind dagegen vergisst nie etwas. Und wir wollen doch vermeiden, dass sie einmal aufwachsen, später über uns richten und sich dann an uns rächen. Ja, so einfach ist das. Du bist doch scheinbar sehr vertraut mit ihnen. Darum dachte ich mir, dass du deinen kleinen Freunden den Weg weisen willst. Nein, ich kann nicht. Ich werde es nicht. Und wenn du so dein eigenes Leben retten könntest? Schön, dass du noch mal darüber nachgedacht hast. Gut. Nun denn. Helmut führt die Kinder an. Sie folgen ihm zügig und geordnet. Einer der Wärter steht bereits an der großen, bedrohlichen Tür. Nacheinander betreten die Kinder das Haus ohne Fenster. Als das letzte Kind hineingegangen ist, wendet sich Helmut zum Gehen. Doch ein kleines Mädchen greift nach seiner Hand. Es schaut ihn an, als ob es verstünde, was hier geschieht. Helmut erwidert ihren Blick. Das Mädchen lässt seine Hand nicht los. Als sie gemeinsam hineingehen, den anderen Kindern folgen und die Tür sich schließt.